Grenze, die touristische Destination Seestadt Bremerhaven und Cuxland, Landkreis Cuxhaven, zusammengehören seit vielen Jahren. Und wir haben ganz unterschiedliche Entwicklungen bei uns, eben sozusagen der Badetourismus, der Küstentourismus, der Strandtourismus, das, was im Hinterland ist. Hier ist eine große Seestadt mit entsprechendem Hafen, natürlich auch mit einem Kreuzfahrtstandort. Ich glaube, es ist eine gute Entwicklung, die wir in den letzten Jahren hier in Bremerhaven gesehen haben. Das Thema Kreuzfahrt hat sich gut entwickelt und wir haben viele, viele Gäste, die von den Schiffen auch einen Blick in den Landkreis Cuxhaven werfen. TUI ist einer der größten Anbieter im Kreuzfahrtbereich. Von daher freuen wir uns natürlich auch mit dem Konzept, mein Schiff, dass das auch nach Bremerhaven kommt. Wir haben allerdings viele Kreuzfahrtbetreiber, die Bremerhaven wertschätzen und auch kommen. Ich möchte da auch in diesem Zusammenhang Phoenix und Costa benennen, aber mein Schiff spielt auch schon eine herausragende Rolle, auch über die Vielfältigkeit der Abfahrten und die Vielfältigkeit der Ziele, die geboten werden. Für uns ist das ein Riesengewinn, sowohl für den Einzelhandel, die Gastronomie, unsere Sehenswürdigkeiten und für die Menschen, die einfach stolz sind, ein tolles Schiff bekommen. We'll be right back.